So, die Zeit auf La Palma ist schon wieder zu Ende gegangen. Anders als erwartet war die Zeit hier mit viel Pleiten, Pech und Pannen. Jetzt funktioniert soweit alles wieder. Wir sind unterwegs. Hier hinter uns diesmal nicht Trasmediterranea, das wollen wir nicht mehr versuchen, sondern eine neue Fähre, Armas, Naviera Armas diesmal. Katamaran, man sieht da, hohl unten drunter. Also das könnte eine gute Fahrt werden. Die Taue sind gelöst, jetzt geht's los. Es ist 4.15 Uhr. Wir sind ein Stückchen weitergefahren, eingekauft haben wir schon. Wir sind jetzt in Los Gigantes oder ein Ort davor. Das ist so zwei Orte aneinander irgendwie. Am südlicheren Ort sind wir jetzt. Man sieht die Steilklippe da hinten. Total schön, wie die, ja, erinnert ein bisschen an Orsola auf Lanzarote. Ja, Steilklippe halt und Meer. In der Entfernung sieht man Gomera liegen, die Insel. Und ja, wir haben hier noch uns einen Kaffee gegönnt. Wir haben ja selber keinen richtigen. War sehr schön, das Ambiente dort. Sitzt man so im Schatten. Die Sonne knallt hier nämlich wahnsinnig runter. Ja. Und ja, da war es aber schön mit Pflanzen, mit Bäumen. Und war richtig schön und man hat so einen Meerblick gehabt. Ja, lassen es uns ein bisschen gut gehen. Genau. Und unser Übernachtungsplatz haben wir auch schon reserviert. Wir haben gelernt aus El Pilar. Jetzt haben wir es reserviert, online ging's und ihr seht ja gleich, wo wir hinfahren. Und wir haben festgestellt, wir sind so südlich wie noch nie zuvor. Ja. Für uns beide sogar. Also wir waren noch nie so südlich auf der Welt. Ja. Ja. Wobei das cool eigentlich Los Cristianos heute Morgen war. Stimmt. Jetzt sind wir schon einen Hauch hochgefahren, aber ja, so südlich waren wir noch nie. Nee. Hier hat man noch eine bessere Aussicht auf die steile Klippe. . 1490 Meter hoch sind wir jetzt. Gerade eben waren wir auf 0 Meter, wir waren ja am Wasser unten. Also das ging echt ganz schön steil hoch. Es hat geklappt, ein richtig schöner Platz mitten im Wald, aber hier ist wieder ein bisschen frischer. Ich habe mir gerade eine Fließjacke angezogen. Wir wollten Wasser füllen beim Eingang, da haben wir auch ein paar Liter reingelassen, aber das ging so träge, da ist so ein Hahn. Da haben wir gesagt, nee, in der Beschreibung stand ja, dass es Wasser gibt, also sind wir einen Platz runtergefahren. Das ist 800 Meter oder 500 Meter. Ja, wirklich über so einen Waldweg auch. Ja, ziemlich eng, schaut mal. Übrigens, der ganze Weg ist einen guten Kilometer, aber von der Wasserstelle ist es irgendwie einen halben Kilometer, die ist auf der Hälfte ungefähr. Aber jetzt gibt es hier unten gar kein Wasser, das heißt, wir haben jetzt 40 Liter oder so. Und in der Regel, wenn wir irgendwo sind mit Wasser, füllen wir auf und duschen extra lang. Genau, weil da sonst der Zeit kann man es natürlich nicht so lang duschen. Ja. Das heißt, ich habe gerade einen Kanister gerichtet und laufe ich halt 2-3 Mal. gratis. Man davor kann hier registrieren, dann gratis mit Wasser, mit allem. Genau, man kann hier bis zu 7 Tage stehen am Stück und muss halt gucken. Online hat man dann so einen Kalender, wo man das Ankunftsdatum und das Abfahrtsdatum eingeben muss und dann kriegt man eine Bestätigung, wenn es frei ist und kann hier stehen. Ja, übrigens in ein paar Tagen ist alles ausgebucht. Da ist hier irgendwie am Wochenende wahrscheinlich wieder viel los. Also ja, die Kanarios. Die Kanarios wissen, wie man campt. Ja. Echt super schön. Und oben ist auch für Zelte ein Platz. Da ist total das Zeltcamp jetzt auch. Ja, also sind sogar richtig jetzt viele schon. Leute, ja, genau. Ja. Und ich mache mal ein bisschen vorbereiten fürs Abendessen, ein bisschen schnippeln und guck hier schön raus. Die Sonne geht da hinter den Bergen ein bisschen unter. Man sieht es gerade noch so. Ah, wirklich wieder ein wunderschöner Platz hier. Ah, genial. Ja, guten Morgen, Leute. Ach, ist das nicht eine tolle Aussicht hier? Man sieht da in der Entfernung, ja, es müsste Gomera sein. Und wenn man da auf der anderen Seite schaut, Teide, höchster Punkt von Spanien. Es ist echt toll. Ja, liebe Leute, wir sind jetzt hier bei Chía und haben die Nacht gut verbracht hier. Es war sehr ruhig, man hat Sterne gesehen, weil das hier so ein bisschen wie eine kleine Lichtung ist. Super schön, auch der Morgen ist herrlich. Wir sind aufgewacht mit Sonnenschein, obwohl wir doch echt in den Bergen sind. Ist richtig schön hier. Tja, leider hat der Ben wieder was entdeckt. Hat einfach nochmal gecheckt, da dieses Teil, was repariert wurde. Jetzt scheint es so, dass das Teil nebendran, dass da irgendwie so ein Ring fehlt und jetzt läuft wieder Fett aus. Also das ist ein bisschen blöd. Ja. Sind jetzt nicht mehr lang auf der Insel, können die Werkstatt hier nicht erreichen. Mal gucken, was wir da machen. Aber jetzt fahren wir erstmal vom Berg runter. Das war die Zeit auf Tenerife. Wir stehen am Hafen, gerade am Boarding, wussten erst nicht, wo wir hin müssen. Wir packen jetzt gerade unsere Sachen ins Schiff. Wir wussten erst nicht, wo wir hin müssen, weil nirgends ist ein Büro von Fred Olsen. Dann haben wir nochmal angerufen. Die haben gesagt, einfach da warten und der Ausweis reicht. Und dann kam gerade eben so ein Typ mit so einem Gerät, zieht den Ausweis da durch. Auch mit dem Passport, mit dem Reisepass geht das. Zieht den einfach durch und dann sieht er Bestätigung. Stimmt, Auto stimmt, wir zwei und das war's. Man braucht nichts drucken, gar nichts. Genial! Ja, Teneriffa in einem Video, das war nicht so geplant. Aber Ende La Palma hatten wir ja eine Panne mit der Garage und das war auf Teneriffa wieder. Und da haben wir jetzt nichts gefilmt, wir waren nur ein paar Tage auf Teneriffa. Wir wollten eigentlich einmal so ungefähr rumfahren und das hat einfach alles nicht geklappt. Wir konnten nicht wirklich fahren mit der Beschädigung am Antriebsstrang. Und dann die Werkstätten waren alle zu, wo wir hin wollten. Also schlussendlich haben wir gar nichts auf Teneriffa erlebt, außer der Camping, den wir gezeigt haben. Aber die Insel hat uns richtig gut gefallen. Also es ist ein schöner Mix aus Lanzarote und La Palma eigentlich. Ja, hat uns echt... Teneriffa schien uns sehr schön, aber wir haben leider nicht viel davon gesehen. Ja, und das war schon ein bisschen so die Reise, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen trotzdem. Hoffentlich hat es euch trotzdem gefallen, auch wenn es ein Schnelldurchgang war. Gerne einen Daumen hoch, gerne abonnieren und bei Fragen alle unten rein. Und bis zum nächsten Mal.